Schlichte, elegante Kleidung in minimalistischem Design. Die geradlinigen geometrischen Formen sind inspiriert von Gebäuden, wie sie der Bauhausarchitekt Walter Gropius zum Beispiel hier für Berlin entworfen hat. Jennifer Brachmann, die Architektur und Mode studiert hat, vereint ihre beiden Leidenschaften und überträgt die Gestaltungsprinzipien der Bauhausarchitekten einfach auf ihre Mode. Die Klarheit, wie gestaltet wird, die klaren Prinzipien, die klaren Ansätze, die dann am Ende aber doch so viel verschiedene Varianten zulassen. Die Bauhausarchitekten zerlegten Häuser in ihre funktionalen Bestandteile und fügten diese wieder zusammen. So geht auch Jennifer Brachmann vor. Sie nutzt Elemente klassischer Kleidungsstücke und verbindet sie auf ungewohnte Art. Dass die Module, die sich zusammensetzen, dann eben nicht nur zwei Module sind, die nebeneinander sind, sondern die fließen ineinander über und werden am Ende ein neues Teil. Aus der Kreuzung eines Hemds mit einem Frack ist dieses Kleidungsstück entstanden. Jennifer Brachmann liebt es, mit ihrer Mode zu überraschen. Auf den ersten Blick glaubt man, dass hier ein Hemd mit einer Weste am Bügel hängt. Die beiden Teile sind miteinander verbunden, also es ist ein Kleidungsstück. Und hinten sieht man eben, dass es eigentlich ein Hemd ist. Schon während des Studiums gründet die Designerin das Label Brachmann, das sie heute gemeinsam mit ihrem Ehemann Olaf Kranz in Berlin führt. Anfangs entwirft sie nur Herrenmode. Ihre ersten Erfolge feiert sie auf der Berlin Fashion Week. Mittlerweile ist sie auch Stammgast auf den Prêt-à-Porter-Schauen in Paris und macht auch Mode für Frauen. Auch dabei orientiert sie sich an den klaren, strengen Formen der Bauhausschule. Warum ist immer das süße, kleine, verspielte weiblich und das starke, extreme männlich? Da müssen wir doch eigentlich schon drüber hinweg sein. Die Bauhausmeister wollten die Welt verändern. Ihre Leitmotive wie Form follows Function haben auch nach 100 Jahren noch unveränderte Strahlkraft. Genau daran will Jennifer Brachmann anknüpfen. Der schnelllebigen Welt der Modetrends will sie mit ihren Entwürfen etwas entgegensetzen. Unser Konzept von Nachhaltigkeit ist eben auch das Design, was am Ende eben auch interessante Formen hervorbringt, die für denjenigen, der es dann trägt, über eine längere Zeit interessant sind. Ob aus Stein und Beton oder aus Stoff. Manche Formen kommen nie aus der Mode.